Ich begrüße euch, wir begrüßen euch zu einem neuen Video von uns. Ich bin der Johann Troppacher. Ich bin der Andreas Meyer. Und in dem Video geht es jetzt um einen Petromax Percolator, also zum Kaffeekochen direkt outdoor am Wasser. Ein super lässiges Produkt und was mir auf jeden Fall taugt, ist, dass er ein richtiges Fassungsvermögen hat von 1,3 Liter, glaube ich. 1,3 Liter, ja, genau. Und so kann man, wie gesagt, einfach direkt am Wasser, am Feuer, am Gaskocher oder auch unter anderem bei der Induktion. Induktion oder am Herd kann man überall seinen Kaffee zubereiten, wie es an jedem halt Spaß macht. Ich glaube, ja, mir zeige ich einfach einmal, oder besser gesagt, zeige ich jetzt einmal der Andi, wie man den befüllt. So, da haben wir unseren Percolator. Von Petromax. Wie gesagt, ein ganz robustes Ding, wie seht. Emailliert. Wie gesagt, Email kommt immer mehr zurück von der zur ganzen Küchengeschichte. Das war irgendwann einmal so, dass man gesagt hat, nein, Email auf das Ganze verzichtet man. Das ist jetzt wieder, kommt wieder so zurück, wie es früher Zeit noch mal war. Großmutter hat Email gehabt bei mir, ja. Das stimmt, immer Email gehabt, ja. Und das ist halt auch eine super tolle Geschichte, weil die da gerade abstoppt. Da seht ihr auch, wie gesagt, die Kaffeebecher bestehen aus Email, die Salatschüssel bestehen aus Email, genauso auch die normalen Tassen. Also taugt mir viel, weil da sieht man wieder, dass die Geschichte einfach auf zurück zum Ursprung ein bisschen geht. Genau. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Kein Problem. Wie gesagt, es ist Feuerfest. Ihr könnt es ganz normal ins Feuer stellen, nur bitte nicht ohne Wasser, weil sonst verbrennt euch die ganze Garde. Ja, wäre vielleicht gut, ja. Mit Wasser füllen zuerst einmal wieder jetzt mal 1 Liter Kaffee rein, weil wir einen anständigen Kaffee trinken. Das geben wir dann jetzt mal rein. Dann haben wir da, ja. Wie gesagt, das ist zum Kaffee befüllen. Das stellt sich unten rein. Durch das kochende Wasser ist es eine ganz Geschichte, dass da unten das, die Bläschen mit dem Wasser aufsteigen, gehen dann oben durch das Rohr nachher durch. Das ist dann wieder so ein kleiner Springbrunnen, kann man das sagen. Dann kommt der Kaffee rein und dann sprudelt das kochende Wasser rein in den Percolator und es zirkuliert nachher immer wieder. Man kann sagen, so für so 1 Liter, wenn das Wasser kocht, ca. 10 Minuten. Wir werden das Ganze zum Befüllen, geben wir Kaffee rein, geben wir rein Kaffee. Da lasse ich mich nicht, zum Beispiel nicht lumpen, da darf es nur der beste Kaffee sein, weil ich die ganze Zeit in Italien unten am Wasser bin. Jeder von euch weiß, was die Italiener für einen Kaffee unten haben, welche Qualität das die von einem Kaffee haben. Und seid auf jeden Fall gut aufgestellt, wenn ihr euch einen guten Kaffee leistet. Vor allem gibt es auch spezielle Kaffeeorten, wie zum Beispiel von der Firma da, die speziell für genau solche Kaffeekandeln geeignet sind. Unser Kaffee ist drin. Ich habe gesagt, wir können das Ganze noch ein bisschen länger zirkulieren lassen, dass der Kaffee nachher im Endeffekt ein bisschen stärker wird. Je länger, desto stärker wird er. Ich kann das Ganze noch da oben einstellen. Deckel drauf, da müsst ihr aufpassen, da gibt es eine Nase beim Deckel, wenn ihr das so seht. Mhm. Die Nase muss unbedingt nach hinten sein, weil wenn sie noch einen Kaffee außerleert, dass euch der Deckel nicht anhaut, nach vorne. Es wäre ziemlich blöd, wenn ich auf einmal der Deckel abhaut und dann habt ihr die Abdeckung nehmen. Genau. Das ist schon mal ganz gut. Und unbedingt, wenn der Kaffee kocht ist, tut es bitte wirklich mit einem hitzefesten Handschuh übernehmen, weil sonst verbrennt es euch richtig die Finger. Gell? Ich sag, ist einfach. Das ganze Ding ist im Endeffekt. Der ganze Kaffeekandel ist im Endeffekt ein Ding. Und das heißt, wenn du da angreifst, dann kann es echt leicht sein, dass du mal zischt bei den Fingern. Gell? Zischt aber richtig, ja. Okay. Ich gebe euch jetzt auch noch einen Tipp, wenn euch der Kaffee zu stark wird nachher, dann tut es einfach ein bisschen Wasser dazu rein, weil dann habt ihr ganz normal einen verlängerten. Weil das ist nichts anderes, wenn einfach der Kaffee zu stark ist, ein bisschen ein Schuss Wasser rein und dann ist, wie gesagt, nichts anderes. Deswegen heißt es ja auch verlängerter in uns in Österreich. Okay. Wir geben jetzt dann nachher die ganze Geschichte direkt ins Feuer. Lösen wir heute und das dauert jetzt sehr Zeit und dann werden wir uns für die nächste Geschichte befassen. Genau, und das ist der gescheiten Frühstück, vor allem zum gescheiten steirischen Frühstück gehört Eierspeis. Und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was vorbereitet, wie gesagt, einen selber gesöchten Speck oder ein Hemd. Wie man sagt, du hast noch einen Schinken, glaube ich, mitgenommen. Schinken war da mitgenommen, ja. Für mich gehört, für viele nicht, aber wie gesagt, ein Knoblauch dazu, Zwiebeln. Und wir haben heute die Möglichkeit, dass wir zwei verschiedene Eier sogar da haben. Einmal haben wir Enteneier da, einmal haben wir normale Hühnereier da. Und der Andi wird euch jetzt noch sagen, was bei einem super tollen, ja, wie gesagt, bei dem FD9, jetzt direkt jetzt beim Kessel. Beim Kessel, ja. Wir nehmen einfach den Deckel von dem Kessel her, wir brauchen den Kessel selber nicht, wir nehmen den Deckel her, drehen ihn um, dann haben wir auf die Feuerstelle drauf und da werden wir unser Eierspeis ganz normal zubereiten drehen. Mehr brauchen wir dazu nicht. Voll coole Geschichte eigentlich, wenn du denkst, du kannst ganz normal einfach dann FD9 besorgen, ganz normal von Petromax einen gusseisernen Topf und der Deckel ist ein Pfann. Wie perfekt ist denn das eigentlich?
Vor allem für mich ist praktisch, denke ich, der Minimalist am Wasser super. Ich würde sagen, wir gehen es einfach einmal an, oder? Gehen wir es an. Perfekt. Dann haben wir noch Knoblauch drüber. Das war der Klobe fällt. Wie gesagt, ein Tipp jetzt zum Schluss noch. Wir sind zwar Steirer, deswegen gibt es einen Tipp von uns natürlich. Wenn ihr eine gute Eierspeise kosten wollt, müsst ihr eine Kürbiskerne nehmen, weil dann ist es eine Kürbiskerne Eierspeise. Wie gesagt, Steirerblut ist eigentlich für mich zum Frühstücken, zum Starten eigentlich das Perfekte. Ihr könnt da ein bisschen eine Kürbiskerne direkt über die, wir sagen Eierspeise, Ham und Eggs. Ham und Eggs. Könnt ihr überall drüber geben, dann hat die richtig Power. Und wie gesagt, ein kleiner Tipp zum Schluss. Ich möchte mich bedanken wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp für euch dabei war und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Kommentar ist ganz wichtig, dann könnt ihr mir in Zukunft auch wissen, welche Videos das vielleicht für euch interessant wäre. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Lasst mir vielleicht ein Like und ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Und wie immer so schön sage, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Johann Droppacher. Grüßt euch. Viert euch.